Hey, ihr und ich. Wir sind jetzt direkt beim Lianenstöhnen. Oder springen. Oder versuchen zu springen. Ich will das. Ja. Nee, nicht die Liane da vorne. Ich will den komischen Vorsprung da vorne ins Target nehmen. Auf alle Fälle, wir versuchen uns jetzt mal hier durch die Lianen zu hangeln, weil es könnten ja noch Schatztruhen sein. Wir haben ja das letzte Mal den Weg über die Nilpferde genommen. Der ging ja Daumen, Daumen. Gleich beim ersten Mal. Hier bin ich das letzte Mal runtergefallen, weil ich mal wieder falschen Button gedrückt habe. Das passiert mir genauso wie allen anderen auch. Da komme ich nicht hin. Gratuliere. Dann nehmen wir doch den Weg über die Nilpferde, glaube ich, weil ich weiß nicht. Das Lianenjumpen war nicht, oder ist nicht so toll. So. Ja. Okay, jetzt haben wir schon mal festgestellt, dass das nicht der Springbutton war. Schon mal ein Anfang, oder? Kann nur besser werden. So, du tauchst unter und jetzt habe ich es verpeilt zu jumpen. Na egal, warte ich, bis es hochkommt. Ist dein Thema. Ich habe Zeit, ich habe Geduld. Ich bin entspannt. Anders in meinen vorigen Videos. Weil hier sind keine Herzlosen, die mich verprügeln. Okay. Ja, gelandet bin ich schon mal. Ich weiß zwar nicht mehr, wie ich es hingekriegt habe, aber heute schaffe ich es nicht. Ich frage mich ganz ehrlich, wieso habe ich das letzte Mal beim ersten Mal geschafft und heute verfehle ich? Also ganz ehrlich, wieso komme ich da nicht mal hoch? Hallo, ihr habt doch gerade gesehen, wie ich mich da hochgewellt habe, so wie so eine Bugwelle, so. Oh, und ich habe schon wieder vergessen zu springen vorher. Shit. Ich kann ja schon springen, wenn ich da drauf stehe, so einigermaßen, so. Und ja, jetzt habe ich vergessen zu springen zu drücken. Oh mein Gott. Vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Aber das kann auch dauern, bis ich da hochkomme. So. Stehen wir wieder vor dir. Geh runter. Na, geht doch. Ja. So schnell geht die auch. Die geht ganz schön schnell runter, dieses Nilpferd. Ja, jetzt springe ich auch noch zu kurz aufs Nilpferd. Man sollte auch nicht nur. Man sollte nicht minimalistisch daran gehen und stehen bleiben, wenn man lustig ist. Man sollte auch ein paar Schritte an den Rand gehen. Und genau auf diesem Nilpferd landen. Sehr gut. Und. Na, zu kurz. Also ganz ehrlich, von den, keine Ahnung, 5, 6, 7 Tries, die ich jetzt hier hatte, bin ich überhaupt 2 überhaupt aufs Nilpferd gelandet. So. Und konnte einen Sprung auf den. Jetzt auf einmal hat's geklappt. Habt ihr gesehen? Jetzt habe ich mich da hochgeschwommen, so mehr oder weniger. Jetzt springe ich auch noch über das Nilpferd hinweg. Oh mein Gott. Ich sehe das schon. Ich hänge in dieser Welt fest bis zum Tage Ultima. Ach, ich nehme jetzt. Das sieht mir. Oh, hier komme ich hoch. Das sieht nach einem alternativen Weg aus. Mit einer Schatztruhe. Sehr, sehr gut. Öffne. Was bietest du mir? Eine Mega-Potion. Das ist gut. Und. Ne, zu kurz. Hätte ja sein können. Aufs Nilpferd draufjumpen könnte man ja. Also gehen wir nochmal hoch und gucken unsere Alternativen an, wo wir hinjumpen können. So. Da hinten. Das sah mir nach einer Schatztruhe aus. Ja, und da ist eine Schatztruhe. Aber wir kommen noch nicht ran. Dafür braucht man das Sprung-Upgrade. Aber ich habe jetzt auch wirklich keine Lust mehr auf diese dummen, dämlichen Nilpferde, weil ich da so oder so nicht langkomme. Also gehen wir doch wieder Lianen springen. Habe ich eine andere Wahl? Ich denke nicht. Okay. Diesmal sollten wir das hinkriegen. Oh, das. Haben wir die Blume schon mal gefragt? Na? Ich, ja, da. Blume untersuchen. Time Attack war. Nein, ich bin kein Affe. Weil ich kenne den Weg noch nicht mal ganz genau. Selbst als ich normal das durchgespielt habe, kam ich irgendwie immer in so eine komische Sackgasse. Mal schauen, wie das heute ist. Okay, und jump. Hier waren wir doch schon mal, richtig.
Da gab's nichts und da war auch nichts. Ergo gehen wir weiter. Und dann springen. Und hopp. Yeah, gelandet. Sehr gut. Eine Truhe. Mithril. Können wir zwar immer noch nichts mit anfangen, aber hey, gut, dass wir es haben. Echt gut. Ich bin begeistert. Wir können nichts damit anfangen, aber wir haben es. Das ist so unnötig. Ich frage mich so oder so, wann wir die nächste Triotech lernen. Ich weiß, okay, wir haben gerade mal eine Welt abgeschlossen und sind gerade in der zweiten, aber trotzdem. Wir wollen die nächste coole. Gibt's hier irgendwas? Hm. Komisch geöffnete Blumen. Ja. Nö. Warte mal, mir schießt da gerade was durch den Kopf. Könnten diese Blumen irgendwas mit meinen Blumen zu tun haben? Also mit den Blumen beim Mammutbaum, ihr wisst ja schon, diese komischen Dingsda-Blumen. Ich habe zwar im Internet nachgeguckt und nach einer halben Stunde nichts gefunden, aber hey, da vorne ist eine Truhe. Das ist schon mal gut. Aber irgendwie irritiert mich das, weil die sind lila, rot, gelb. Das könnten für Magiearten stehen, so wie Feuer, Blitz, Gravitas, glaube ich, hieß es. Könnte das irgendwas bedeuten? Ich weiß es nicht, aber... Okay, die haben eigentlich auch nicht die Farbe gewechselt. Das muss ich auch wieder dazu sagen. Die haben nicht die Farbe gewechselt, als sie das gemacht haben. Ich muss echt nochmal im Internet nachschlagen und mal schauen, ob es da irgendwas Besonderes gibt. So, aber wo geht's jetzt lang? Wir haben jetzt drei Welpen gekriegt. Ich war jetzt total abgelenkt. Wir haben drei Welpen gekriegt. Weitere neue drei Welpen auf unsere Liste gestellt. So, das ist doch wunderbar. Wir nähern uns der 999. Dauert zwar noch ein paar Kisten, aber wir sind bald da. So, in etwa. Ja. Okay, wir sind jetzt schon mal einen Schritt näher zum Baumhaus. Das ist schon mal gut. Nimm das. Du dreckige Schüftü. Oha, was? Da fällt mir gerade auf, was hier. Yeah, Level Up. Was Donald für einen Schaden kriegt von diesen. Von diesen Krüppelviechern. Jetzt hat er nur noch einen HP-Punkt und jetzt ist er ausgeschaltet. Die haben drei Hits verteilt. Drei Hits. Wenn er nicht so scheiße wäre, also wenn er leveln würde, ohne dass du sie mitnehmen würdest, würde ich Tarzan mitnehmen. Aber ich nehme nicht Tarzan, weil, keine Ahnung. Ich muss unbedingt Donald und Goofy leveln für späteres Gameplay, so Gruppendynamik und so. Ja, und wir gehen jetzt hoch zum Baumhaus und retten da die Gorilla. Es ja. Wir sollen ja Gorillas retten. Ne? Oh, und wir sind in einem Fight. Denn da sind auch schon die ersten Herzen. Sehr, sehr schön. Doch, nicht so. Take this. Bam. Noch ein Tod. Noch ein Tod. Sind wieder nur zwei. Das ist doch gut. Und Donald schon wieder ins Koma geschickt. Gratuliere. So, sammeln wir erstmal ein, was hier so liegt. Schon mal ein Anfang. Da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, was da so anliegt. Weil ich muss echt was dagegen tun. Ich muss echt mal hier unseren Goofy mal, unseren Donald mal richtig aufpumpen. So mit. Eigentlich sollte ich den mit den Verteidigungswerten voll dröhnen. Das geht ja gar nicht.
Also, ganz ehrlich, hallo, alle 5 Sekunden sterben, wie nützlich ist das denn bitte? Naja gut, okay, er ist genauso unnütz, wenn er kein Mana hat. Weil nur mit Mana macht er so diesen Mega-AE-Bam-Dings. So, aber damit weiter beim nächsten Mal.